Hi Leute, herzlich willkommen zur Folge 19 auf der Südfassung der Feed Guy. Mölde, hallo. Ja, guten Tag. Das ist ein scheiß Anfang. Aber ich. Problem. Diese bekackten Zetter, ne? Ich will ja nicht sagen. Aber. Wie schnell kann der eigentlich normal geil arbeiten? Hä? Nichts. Nämlich MB-Drag. Ja. Dragadurchen. Ja, das wird einfach mit dem MB-Drag ist einfach Geschwindigkeit 19 km/h. Ich wusste doch, der ist am Arsch. Lager eingerastet. Der fährt nämlich nur noch 12. Das ist dieses Getriebegeräusch, das ist so geil. Vor allem, also das Update okay, er zieht. Wenn er dann den Sprithorn aufreißt. Das hat halt schon, ne? Also. Ja, so. Manche verstehen es nicht. Halt gebraucht, ne? Hä? Halt gebraucht, ein Peter. Ja. 9 Stunden schon drauf her. Ja, aber das ist ja. Das ist ja nicht selten, ne? Ohne Scheiß, der Zetter, der fährt nur noch 13. Schneller macht er nicht mehr. Der Scheiß. Und der Wender hier, der fährt nur noch 17. Ja, weil im Zetter hier, das sollte normalerweise 19 laufen. Reparieren doch. Aber es ist nur noch 11. Scheiße. Der John Deere hat halt den Vorteil, der hat eine riesengroße Lichtanlage, ne? Zu allen Seiten. Mhm. Der Beta hat halt den Vorteil, der hat eine gelbe Beleuchtung. Das ist schon dir typisch, dass sie die Lichter auf der Seite haben. Aber das hat schon was, ne? Nicht schlecht, ne? Wenn ich überlege, das ist rundherum taghell. Ja. Dass da die anderen nicht drauf gekommen sind, stimmt. Also Ausleuchtungstechnik. John Deere, das wird schwer da das Wasser hinzubringen in die Richtung. Kabinenkomfort ist es nicht mehr. Kabinenkomfort ist bei John Deere Schrott. Kabinen muss man zugeben, also was Kabinen angeht, musst du, wenn du eine richtig geile Kabine haben willst, oder eine Top Komfort, Handling und alles. Du kannst ja alles nehmen, außer John Deere. Nee, würde ich fast sogar sagen, ist entweder zu Fendt oder Massey Ferguson. Aua, MF nicht. Die kriegen alle 2 Jahre kriegen die Goldmedaille für ihre Kabinen. MF aber nicht. Doch? Nee, die MF-Kabinen sind scheiße. Die immer wie die Kabinen. Die MF-Kabinen sind scheiße. Wieso? Die sind so eklig innen drin. Warum? Man sich da einfach nicht wohlfühlt. Das ist alles so kalt. Alter Fendt-Fahrer. Wie kalt macht die Klimaautomatik an? Das ist sogar irgendwie Holland, das ist wärmer. Aber von Farben her.
Nein, das fühlt sich bei MF fühlt sich alles so kalt an. Mach ich in die Holland rein? Nee, ich finde es. Ich finde es super. Ja, ich nicht. Genauso wie bei Waltra. Toll, und? Bei John Deere ist alles braun innen drin. Ja, und? In Holland ist es grau. Und bei MF ist es beige. Beziehungsweise schwarz. Allein der 5000er. Ich finde, im 17er fand ich ihn noch geil, ne? Ja, jetzt hat die irgendwie da fehlt der was. Der hat einen Sound, ey, und ich weiß nicht. Die Standardreifen, die sind schon schmal, ne? Den haben sie komplett verschissen. Ja, komm, ich fahre selber nicht mehr so arg gerne. Nee. Allein der wegen dem Sound. Den haben sie richtig. Wenn ich einen finde, mit Farbwahl und so einem Zeug und anderen Reifen, dann baue ich mir den um. Guck dir das Innenleben vom New Holland an und guck dir das von dem F an. Oh, liebes Internet. Heute sind wir auch mal wieder schnell, gell? Guck dir die vom Waltra an, die Kabine. Was ist denn bitte bei... Was ist denn bitte bei MF-Kabinen so schlecht? Die sehen scheiße aus. Eisgrün. Nur weil was preisst du grün, das muss nicht schlecht gut sein. Hier, gib mal MF-Kabinen bei Google ein. Da kannst du für 1.900 Euro eine neue Kabine kaufen. Ja. So ein 19.900 Euro. Hier, neue Kabine. Vergleich der Kabinen zwischen Fan 39 und 8. Ich verkaufe einen 300er. Was holst du dir dafür? Ich finde übrigens das. Übrigens haben die MF super Sitze. Ich finde das so unglaublich, wie billig dieser T6 ist. Er kostet einfach nur 100.000 Euro und hat 125 PS und fährt 50. Nee. Ich find's krank. Ach so. Aber dann brauchst du ja. Brauchst Trelleborg, Breitreifen. Nee. Oh! Die Nokian sind auch nicht. Nee, mit den Schutzblech hinten. Östlich. Nee. Müssen wir mal gucken, mit den Breitreifen vom Case auf dem Jordan. Die vom Steier wäre natürlich noch geiler. Ja, Leute, ich würde sagen, wir gehen in der Zeitraffer.
So Leute, das war's noch von der Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo lassen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.